liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem Interview oder Gespräch, je nachdem, wie es auskommt, hinter der Kamera und mit Fragen. Vor mir sitzt die Paula, die sich auch sehr für das Thema interessiert und engagiert. Ja, und Der Titel ist sozusagen Vollgeld, das ist sicher, oder auch Vollgeldreform. Das ist sicher rein vom Wort her ungewöhnlich für Leute, die das noch nie gehört haben. Könntest du einfach mal den Begriff kurz erläutern? Ja, Vollgeld ist quasi eine Abkürzung für vollgültiges Geld. Und zwar ist es ja momentan so, dass staatlich anerkanntes Zahlungsmittel nur die Scheine und die Münzen sind, nicht aber das, was wir als Geld ansehen, was auf den Konten liegt. Und die Bestrebung ist eben jetzt, dass das Geld, was das Buchgeld, also das Geld auf den Konten, das täglich verfügbar ist, dass das auch Vollgeld ist. Vollgeld, also vollgültig ist. Das heißt, dass es staatlich anerkannt ist und dass es geschützt ist, quasi genauso wie Münzgeld, wie Münzen und wie Scheine. Ja. Und dass es überhaupt auch mal vorhanden ist in seiner ganzen Menge, oder? Weil momentan ist ja so der Glaube bei den meisten Menschen, wenn ich jetzt da zur Bank gehe, dann existiert dieses ganze Geld, was eigentlich nur als Forderung an die Bank existiert. Und ist es dann so, dass es im Vollgeldsystem mehr, wie soll ich sagen, dass das Geld tatsächlich... Da kommen wir zu der Frage, was ist Geld eigentlich und wodurch hat das Geld die Kaufkraft? Ja. Also Geld hat seinen Wert dadurch, erhält seinen Wert dadurch, dass die Menschen es akzeptieren, um Waren und Dienstleistungen auszutauschen. Also was eine Gesellschaft an Dienstleistungen und Waren produziert bzw. bereitstellt, das ist der Wert, der Wert, der durch das Geld gespiegelt wird. Ja. Das heißt, er entsteht durch die Kaufkraft, die tatsächlich dann... Ja, und dadurch, dass alle Menschen das anerkennen. Mhm. Dass eine Bereitschaft da ist und ein Glaube, dass ich dafür für Geld Waren und Dienstleistungen halt erwerben kann. Ja. Beim Geld, was jetzt auf den Konten liegt, da gehen die meisten Leute von auch aus, dass es Geld ist. Mhm. Und zwar auch sogar ihr Geld ist. Ja. Ne? Und das ist der erste Fehlschluss, nämlich wenn ich Geld auf die Bank gebe oder auf mein Konto Geld überwiesen wird, wie auch immer, dann kann ich das zwar in Bargeld umtauschen, aber solange ich das nicht mache, taucht das Geld, also die Buchungen auf den Konten, die tauchen in der Bilanz der Banken auf. Das heißt, das Geld ist nicht mehr mir, sondern der Bank. Was mir bleibt, ist die Forderung an die Bank, mir das Geld zu geben. Ja. Entweder als Überweisung irgendwo hin oder in Bar oder als Scheine. Also der Besitzer des Geldes bin ich nicht mehr, wenn ich es zur Bank tue, sondern die Bank. Und das heißt, das Geld ist in Anführungsstrichen, was ich als Geld ansehe auf der Bank, auf meinem Bankkonto, das ist ständig in Gefahr, weil wenn eine Bank bankrott geht, dann kann ich das Geld genau, auch verlieren. Ja. Da kommen wir einfach zu dem, dass es sehr viele so fälschliche Annahmen gibt, so im Allgemeinen, was man was dann durchaus auch in den Kindergärten schon und Volksschulen gelehrt wird. So, wie erklärst du dir das so, dass das einfach so, wie soll ich sagen, dass da einfach ein Mangel an Wissen herrscht? Jetzt bei diesem ganz einfachen Beispiel, diese Annahme, mein Geld ist auf der Bank, oder wird da auch bewusst teilweise was ein bisschen anders ich glaube, dass dargestellt?
Nur ich glaube, dass es Menschen gibt, die das wissen, die es aber nicht an die große Glocke hängen, weil sie davon profitieren. Und dann ist es in dem System auch so, dass es nicht ganz einfach ist, es zu verstehen, dass es also kompliziert ist, dass man sich damit beschäftigen muss und dass es auch bewusst verschleiert wird. Ja. Also dass Menschen das wissen, aber nicht unbedingt darüber reden oder zum Beispiel verhindern, dass es in Lernpläne von Schulen kommt. Ne? Ja. Da komme ich zu einem kurzen Zitat von der Homepage Monetative. Das ist ein ganz lustiger Satz. Nach einer Vollgeldreform würde das Einlagengeschäft der Banken so funktionieren, wie die meisten Leute es sich heute bereits fälschlich vorstellen. Ja, also man kann den Unterschied zum Beispiel darstellen, wenn es gibt ja Aktiendepots bei Banken. Mhm. Das heißt, mir gehört eine Aktie, aber die Aktie liegt im Depot bei der Bank. Ja. Oder ich habe ein Schließfach bei der Bank. Mhm. Und im Schließfach habe ich Schmuck drin, vielleicht auch Geld, Gold, was immer. Also ich miete das Schließfach und lege da Sachen rein. Die Sachen sind natürlich mein Eigentum, werden aber von der Bank aufbewahrt. Ja. Nee, und bei der Aktie wäre es so ähnlich. Wäre es so ähnlich. Mhm. Ich bleibe aber jetzt mal beim Konkreten, das ist, glaube ich, das bessere Beispiel. Mit dem Geld, Vollgeld, wäre es genauso. Das heißt, Vollgeld bleibt, der Besitzer des Vollgelds ist derjenige, dem es gehört. Auch wenn es auf dem Konto liegt oder ist bei der Bank. Mhm. Weil das Konto bei der Bank wird quasi gemeldet und weitergegeben an die Zentralbank. Mhm. Die Zentralbank verwaltet alles Geld. Sie schöpft jetzt auch das Bargeld und die Münzen. Mhm. Und die Zentralbank wäre dann auch verantwortlich für das Vollgeld. Das heißt, die Schöpfung auch vom... Auch die Schöpfung, da kommen wir noch zu. Vielleicht erkläre ich das noch weiter aus gerade. Das heißt, wenn eine Bank in Schwierigkeiten geraten würde, vielleicht sogar bankrott gehen würde, dann wäre die Bank bankrott. Aber das Geld geht nicht verloren, es kann nicht verloren gehen, das ist Vollgeld, genau wie dadurch, dass eine Bank bankrott geht, meine Einlagen im Schließfach nicht verschwinden einfach, so wird das Vollgeld weiter bestehen. Also wenn wir einfach nur noch zur Wiederholung, wenn wir jetzt bei diesem sehr einfachen Bild bleiben mit dem Schmuck oder so, den man jetzt im Bankschließfach hat, dann wäre es einfach rechtlich so, dass selbst wenn die Bank große Probleme bekommt, der Schmuck dann nicht deswegen irgendwie verschwindet, sondern weiterhin, oder auch die Aktie, dem Besitzer rechtlich gehört, oder? Und genau. Dass es auch dann also, halt Möglichkeiten gibt, wie der an also Schmuck wiederkommt. Genau, also den Schmuck, den ich im Schließfach habe, der wird nicht in die Konkursmasse der Bank fallen, also das kann nicht dazu benutzt werden, um Gläubiger von der Bank, Schulden der Bank zum Beispiel zu tilgen. Genauso könnte das Vollgeld nicht benutzt werden, auch um der Bank aus den Schwierigkeiten zu helfen, beziehungsweise eben sie vom Bank zu retten oder die Bank zu retten, sondern wenn die Bank bankrott geht, besteht das Geld weiter. Es wird dann, kann dann ganz einfach auf ein anderes Konto bei einer anderen Bank. Daran anschließend würde ich gerne sagen, also das Bargeld ist ja geschützt. Also da gibt es Gesetze, man darf kein Geld fälschen, keiner darf Geld herstellen, es darf nicht manipuliert werden und Vollgeld hätte quasi die Qualität von Bargeld, also von Münzen oder Scheinen, nur in elektronischer Form. Ja, der Charakter. Das heißt, keiner dürfte dieses Geld manipulieren, also da irgendwie weniger oder mehr draus machen, sondern das ist quasi unantastbar. Das Geld, das Vollgeld, darf dann nur von einem Konto zum anderen fließen oder es darf umgewandelt werden in Bargeld, aber es ist auch nicht zu vernichten. Ja,
Was wir jetzt da ein bisschen als Voraussetzung einfach voraussetzen, die im jetzigen System die private Buchgeld- oder Giralgeldschöpfung durch Banken, das ist jetzt sozusagen in der momentanen Situation, was eben viele nicht so wissen, aber was wir eben in dem anderen Video schon... Genau, momentan ist es so, dass die Bank, dass die Geldschöpfung, also Geld unter Geldschöpfung, versteht man das Schaffen von Geld aus dem Nichts. Und das können die Banken jetzt machen. Also es machen die Banken. Also ich würde sozusagen, also, es gibt nicht wirklich eine gesetzliche Grundlage, aber es wird auch nicht, es gibt auch keiner dagegen. Es ist bankenüblich, dass es so läuft. Ein kleiner Teil muss nur als Reserven wirklich vorgehalten werden. Mhm. Aber die Bank macht nichts Gesetzwidriges jetzt im Momentan, wenn sie auf einem Konto einfach eine Zahl einsetzt und dadurch quasi Geld schafft. Ja. Und das passiert heute im großen Rahmen, dass Geld geschaffen wird für Kredite. Das Geld für Krediten muss momentan nicht irgendwo anders herkommen, so wie man eigentlich glaubt. Man glaubt, das Geld von den Krediten, das kommt von den Sparern, das wird einfach nur weitergegeben, sondern das kann einfach geschaffen werden. Und die Bank kann auch quasi alle Investitionen, die sie macht, alle Löhne, die sie zahlt, alle Dienstleistungen, die sie in Anspruch nimmt, kann sie einfach gut schreiben dem Menschen, der das geleistet hat, indem sie Zahlen einsetzt auf seinem Konto. Wobei man dabei sagen kann, es wird reguliert etwas. In einer gewissen Regulation. Nämlich, da das Geld abfließen kann durch Überweisungen und durch Umtauschen in Bargeld. Es kann durch Überweisungen eben auch zu anderen Banken abfließen. Und zwischen den Banken muss ja immer ein Ausgleich sein. Ja. Das heißt, die Bank, wenn viel Geld von ihr abfließt, wenn sie viel Geld schöpft, kann sie in Minus kommen zu den anderen Banken, was aber nur in geringem Maße passiert, weil das alle Banken machen und dieses geschöpfte Geld aus dem Nichts bleibt dann in diesem Kreislauf zwischen den Banken. Gerade bei den Großen, dass ich ohne dass sie dafür irgendwie einen Gegenwert machen, das ist, leisten müssen. Glaube ich, recht gut rausgekommen, auch bei dem letzten Interview. Ja. Genau. Jetzt hätte ich noch eine Frage dazu. Es gibt ja dann trotzdem, also bei der die Vollgeldreform ist ja momentan auf dem Papier, es ist einfach von Ökonomen ausgearbeitet. Und da gibt es schon die Idee, dass es dann eben Vollgeldkonten gibt, aber dass es zusätzlich trotzdem auch Sparkonten geben kann, die einen anderen Charakter aber haben. Genau. Könntest du das erläutern? Die Sparkonten, also als Vollgeld soll umgewandelt werden, nur das Geld, was jederzeit verfügbar ist, was jetzt auf den Girokonten liegt, was man täglich haben kann, was benutzt wird eben, dass das Geld fließt zum Austausch zwischen den Menschen. Sichtguthaben genannt. Ja. Und bei den Sparkonten, die würden bleiben, wie sie sind jetzt. Das heißt, jemand zahlt Geld darauf ein, also dann sein Vollgeld zahlt er darauf ein und bekommt dann die Forderung von der Bank wieder und das Geld, das Vollgeld, geht auf ein Vollgeldkonto der Bank. Die kann es dann jemand anderem verleihen als Vollgeld. Ja, doch und vom Kunden aus gesehen? Vom Kunden aus gesehen ändert sich nichts. Es ist so, wie es jetzt ist. Der Kunde sagt, diese 10.000 Euro brauche ich nicht und ich bin mir auch sicher, ich brauche das jetzt aber ein Jahr nicht oder mehrere Jahre nicht. Ich tue das auf dem Konto und bekomme dafür Zinsen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied dann, ne? Dass man sagt, da gibt es die Möglichkeit für Zinsen. Genau. Für Vollgeld gibt es keine Zinsen, genauso wie Bargeld, wenn ich es aufbewahre, auch keine Zinsen kriege. Oder wenn ich Schmuck im Schließfach habe, wird da auch nicht noch eine Perle dazugelegt. Ja, gut. Also, aber beim Sparkonto gehe ich ein Risiko ein. Ja. Ich gebe mein Vollgeld weg. Mhm. Das Vollgeld kommt auf Konten der Bank. Mir bleibt die Forderung an die Bank.
Die Bank kann es verleihen, kann damit Geschäfte machen, kann dadurch Zinsen kriegen, wo sie eben einen Teil von mir weitergeben kann. Das heißt, also diese Variante wird weiterhin, wäre weiterhin möglich. Und die, wie soll ich sagen, so die üblichen Alltagskonten jetzt, was die meisten Leute so Gehaltskonten, das wären wahrscheinlich dann, das sollen dann Vollgeldkonten. Vollgeldkonten werden, ja. Ja. Genau, jetzt ich habe noch einen Satz, der würde mich noch interessieren, und zwar neu geschöpftes Geld kommt zins- und tilgungsfrei in Umlauf, also bei der beim Vollgeld, da es ohne Verschuldung entsteht. Ja, momentan ist es ja so, dass das meiste Geld entsteht durch Schulden. Also dass jemand nimmt eine Schuld auf, bekommt von der Bank eine Gutschrift, die aus dem Nichts schaffen kann und kann dieses Geld dann benutzen. Ja. Darf ich da einfach nur mal, weil das so, so ein Wahnsinn im Grunde ist, das nur noch mal zur Wiederholung. Also es könnte sein, jemand möchte ein Auto kaufen und ist es so, oder er hätte gerne einen Kredit zum Beispiel im jetzigen System. Ja. Und die Bank prüft das, gewährt den Kredit und in diesem Vorgang des Kreditgebens, diese Zahl, die da eingetippt wird, hier findet die Geldschöpfung statt, oder? Genau. Und gleichzeitig ist es in diesem Kontext auch eine Schuld, die entsteht, weil derjenige, ist das so richtig? Oder? Ja, also sobald der Mensch das Geld benutzt, schuldet er es ja der Bank. Ja. Wenn die Bank es auf sein Konto gut schreibt, gibt sie praktisch eine Schuld. Also hat sie eine Schuld, nämlich die Schuld, dieses Geld für den Menschen zu überweisen oder in bar auszubezahlen. Ne? Ja, das ist aber nur jetzt eine theoretische Sache. Ja. Ne? Sobald der Mensch das Geld benutzt, ist er ja der Schuldner, ne? Muss er das Geld ja wiedergeben. Ja. Und jetzt ist es so, dass wenn jemand Geld leiht und wenn er es wieder zurückgibt, dann verschwindet das Geld quasi wieder in der Schuld und es verliert sich. Also es ist wie, als wenn... auf Null, also es ist wieder... Ja, genau, das Geld geht wieder verloren. Ja. Das heißt, es wird Geld geschöpft, was eine Zeit lang benutzt werden kann, nämlich so lange, wie der Kredit nicht zurückgezahlt wird, und dann verschwindet es wieder. Beim Zurückzahlen entscheidend... passiert diese Löschung, diese Löschung. Ja. Also als wenn man ein Loch gräbt, also erstmal einen Hügel aufwirft mit Erde und derjenige kann dann die Erde benutzen und wenn das die Tilgung der Schuld oder des Kredites ist, dann wieder, die Erde wird wieder ins Loch gefüllt und ist wieder weg. Das heißt, es muss dauernd jetzt neues Geld geschaffen werden, weil das Alte auch wieder verloren geht. Ja. Momentan wird ja auch manches nicht zurückgezahlt, ne, beim Großen jetzt. Ja, aber dazu kommt eben, dass eben auch Geld im Umlauf ist oder benutzt wird, was eben nicht als Schuld, nicht als Kredit gegeben wird, sondern was gegen eine Dienstleistung gegeben wird. Also die Angestellten der Bank kriegen ihre Gutschriften von der Bank als Lohn und das müssen die ja nicht wieder zurückgeben. Das, ne? ist, das wäre so eine wirkliche Schöpfung, oder? Jetzt rein, das ist eine wirkliche Schöpfung. In dem Bild, das wäre jetzt eine Sonnenblume, die da vorher nur... Wo vorher nichts war, ist was. Genau. Ja. Und nur rein vom Ausmaß ist, hast du da so ungefähr ein... Also diese Dienstleistungsvariante im Verhältnis zu der Kredit. Nee, das kann ich dir leider nicht sagen. Weil, ich kann kleiner nicht, wahrscheinlich, oder? Nee, weil die Banken zum Beispiel sich selber Geld leihen, für Aktien zu kaufen, für Geschäfte zu machen. Also da passiert, und das können die auch von... Das läuft alles unter diesem... Genau, unter dieser Dienstleistungs- die können das auch quasi... Durch Gutschriften auf Konten können sie selber Aktien kaufen. Ach so.
Also es geht nicht nur um das Gehalt der Sekretärin nee, und um das, die Mama ja. im Ja, Foyer. obwohl das, wenn man das zusammenrechnen würde, also das zum Teil verdienen die Bankleute ja Wahnsinnsgeld und kriegen Wahnsinnsboni. Ist auch Und schon. die Banken haben große, teure Häuser an teuren Plätzen mit teurem Unterhalt. Ja. Also da kommt auch schon was zusammen, ne? Aber da läuft noch viel mehr in anderen Bankgeschäften. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich ein bisschen unterbrochen, weil du hast eigentlich vorhin das mit der. Genau, es war dieses, dass es neu geschöpftes Geld kommt zins- und tilgungsfrei in Umlauf, da es ohne Verschuldung entsteht. Das war diese. Ja, also die Zentral, also wie es gedacht wird, ist beim Vollgeld, dass die Zentralbank, die dann vielleicht monetative genannt wird, die bezieht sich bei der Geldschöpfung immer auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Das heißt, wenn die Menschen produktiver werden, wenn der Reichtum wächst, also wenn mehr Güter produziert werden, mehr Dienstleistungen angeboten werden, da muss ja auch mehr Geld da sein, um das abzubilden, um das zu spiegeln. Und da hat die Zentralbank Möglichkeiten, das zu messen und zu bestimmen und zu verfolgen. Und wenn sie dann merkt, das Geld wird knapp, wir müssen mehr Geld haben, weil einfach mehr Waren und Dienstleistungen da sind, dann schafft sie Geld, was aber nicht zurückgezahlt werden muss. Und dieses Geld geht automatisch an den Staat, das heißt für alle. So kommt es in Umlauf mal. So kommt Also, es in Umlauf, wobei es auch die Möglichkeit gäbe, wenn der Staat das Geld nicht braucht, weil er sowieso seinen Aufgaben gut nachkommen kann, dass es einfach an die Bürger gleich verteilt wird. Ja, also da gibt es mehrere Da Möglichkeiten. gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber. Was also viel, viel gerechter wäre als der jetzige Zustand, wo ein Teil der Menschen, weil sie sich Banker nennen und Banken haben und Banken besitzen, dass die davon profitieren, ne? Also der nächste große Vorteil wäre, dass eben die Zentralbank als übergeordnete Institution eine gewisse Unabhängigkeit hätte, also erstens eine Übersicht, weil da Fachleute sind, und dann eine Unabhängigkeit, die würde also dann Geld schaffen, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist. Also wenn man zum Beispiel merkt, die Konjunktur geht runter, also die Wirtschaftsleistung sinkt, könnte sie auch gezielt Geld schaffen, um das wieder auszugleichen. Ne? Im Moment ist es ja so, durch die private Geldschöpfung, dass die private Geldschöpfung azyklisch läuft. Das heißt, wenn Konjunktur ist, dann wollen viele Menschen investieren, wollen Firmen sich vergrößern, wollen Menschen gründen Firmen, weil sie sehen, die Geschäfte laufen gut und nehmen dafür Geld auf. Aber dann kommt wieder mehr Geld rein, ne? Und ist mehr Geld da. Und dadurch entstehen dann Blasen. Also quasi dadurch, dass die Banken Geld verleihen, mit der Sicht darauf, auf ihr Geschäftsmodell, nämlich selber möglichst viel Geld zu verdienen und nicht die gesamte Wirtschaft Ja, im Blickfeld haben, logischer Sinn. dadurch wird das Geld nicht unbedingt im richtigen Maße und im richtigen Zeitpunkt So. verliehen bzw. geschaffen, und dadurch entstehen dann die Blasen, also einmal diese Konjunkturüberheizung, diese Geldblasen, die dann zum Crash führen können, und andererseits dieser Konjunkturminus, dass es läuft weniger, und dann haben die Ja. Banken auch Angst, Kredite zu vergeben und geben dann kein Geld, was aber gut wäre, weil dadurch könnte die Wirtschaft wieder Ja. angekurbelt werden. Also mit einem Vollgeldsystem wäre der Kreislauf und die Wirtschaft und die Konjunkturzyklen würden kleiner werden, es würde alles viel stabiler, viel sicherer werden. Ne? Und wir brauchten keinen Crash, keine Angst mehr vor einem Bankencrash zu haben. Weil rein schon mal vom System her wäre es ja so, dass die Konten außerhalb der Bilanzen. Der Banken sind. Die Konten wären direkt bei der Zentralbank, und man brauchte also keine
Angst mehr zu haben, dass eine Bank bankrott geht. Mhm. Wenn eine Bank bankrott geht, geht sie bankrott. Das heißt, jedes Geschäft kann genauso passieren. Kann genauso passieren. Die Gesamtwirtschaft und der Austausch der Güter wird nicht dadurch unterbrochen oder geschädigt oder aufgehalten. Mhm. Also jetzt ist es ja quasi so, manche Leute nennen das, die Banken nehmen die Gesellschaft in Geiselhaft, indem sie nämlich sagen, wir sind so, wenn wir müssen weiter bestehen, wenn wir nicht mehr bestehen, klappt alles zusammen. Ja. Mhm. Das wird auch wegfallen. Ja. Mhm. Da käme ich zu einem weiteren Punkt, der dazu passt, und zwar wird es ja im Vollgeldsystem sogar einen Gewinn geben, den sogenannten Geldschöpfungsgewinn, der auch mit Fachwort Seniorage genannt wird. Und da habe ich eben gelesen, er entspricht der Differenz zwischen den Kosten für die Bereitstellung neuen Geldes, das ist ja auch Verwaltung und so weiter, und dessen faktischer Kaufkraft. Ja. Könntest du dazu das noch einmal erläutern? Ja, also jetzt ist es ja so, zum Beispiel die Zentralbank, die schafft die Scheine und die Münzen, die müssen geplant werden, konzipiert werden, die müssen gedruckt werden, da gibt es Sicherheitsvorkehrungen, es müssen Fachleute das schaffen, da muss es wirklich hergestellt werden, da muss es verteilt werden, das kostet alles Geld, also die Leute, die das machen wollen, ja bezahlt werden, müssen ja bezahlt werden, aber das ist natürlich viel, viel weniger, als wie das Geld wert ist. Ne? Also einen 500-Euro-Schein herzustellen mit allen Kosten, klar. Ich weiß es nicht, kostet vielleicht nur ein paar Euro oder vielleicht noch viel weniger, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber quasi der Unterschied davon, der Unterschied zwischen der Herstellung und dem Wert, das ist der Gewinn, der Geldschöpfungsgewinn. Also wenn ich jetzt das übertrage auf das Buchgeld, wie es jetzt ist, oder später vielleicht auf das Vollgeld, da entstehen ja auch kleine Kosten. Also wenn das Geld eine Zahl im Computer ist, muss ja auch ein Computer da sein und es muss eine Tastatur da sein, es muss jemand sein eingeben, der das Geld eingibt, der die Zahl eingibt. Ja, dass alles programmiert werden und so weiter. Ja, also da entstehen auch Kosten, aber die sind natürlich nur Mini-Bruchteile von dem, was das Geld wert ist. Dieser Gewinn machen jetzt halt zum Teil eben die privaten Banken. Und in einem Vollgeldsystem wird der Staat, eine staatliche Institution, die Monetative, diesen Gewinn quasi schaffen und der ist dann eben Geld für den Staat, für allgemeine Aufgaben. Und wenn die nicht gebraucht werden, wenn das nicht gebraucht wird, wäre es theoretisch auch möglich, das den Bürgern gleich pro Kopf zu verteilen. Ja, das heißt, das ist jetzt gar nicht so was Rätselhaftes, dieser Geldschöpfungsgewinn, sondern es ist einfach nur im Vollgeldsystem, wäre bei der Schaffung des Geldes die minus eben der Herstellung dieser Wert, der da in Umlauf kommt. Wobei, noch eine, bei der Umstellung gäbe es also eine Besonderheit noch. Ja. Wenn jetzt alles Geld, was auf Konten ist, Vollgeld ist. Mhm. Also einmalig. Jetzt. Einmalige das ist jetzt auf einmal Vollgeld. Es wird gesagt zu dem und dem Datum, am 1. Januar, was weiß ich, 2018. Sind wir mal optimistisch, haben wir Vollgeld, dann sind an dem Stichtag sind alle Guthaben Vollgeld und alle Schulden auch Vollgeld, sind Vollgeldschulden. Das heißt, die Schulden müssen getilgt werden, aber das Vollgeld verschwindet ja nicht mehr. Also ich zahle jetzt meine Schulden ab nach dem alten System, ist das Geld dann im Loch verschwunden und war weg. Ja. Und jetzt ist das, schalte ich meine Schulden ab, ich gebe dazu. Ich gebe Vollgeld zurück an die Bank. Ja. Und dann könnte man das so regeln, dass das Vollgeld der Schulden, die jetzt bestehen, das Vollgeld, was zurückkommt durch die Schulden,
dass mit diesem Geld die Staatsschulden gelöscht werden. Das ist gelöscht werden. So eine Rechnung, wo man sagt, das wäre möglich, einen sehr großen Teil der Staatsschulden. Also es wäre also ideal, ne? Weil das ist ja das, was alles bremst jetzt, die riesigen Staatsschulden. Ne? Ja. Es wäre also nicht nur, dass das System viel besser wäre, sondern es könnte auch direkt quasi ein Fehler, was das alte System geschaffen hat, könnte korrigiert werden, zumindest zum großen Teil. Zum mildern. Großen Teil, ja. Ja. Das passt dann eh dazu noch ein Satz an. Dieser hohe Gewinn entsteht, weil alles bisherige Giralgeld nach und nach ausgeschleust wird und durch neues schuldenfreies Vollgeld ersetzt werden muss. Ja, das, da geht es jetzt um diese Umstellung. Ja, das ist eigentlich, was ich, ich würde es also ein bisschen anders ausdrücken, wie ich es gerade gemacht habe. Es entsteht Vollgeld durch die Umstellung und das Vollgeld wird, ja wieder, die Schulden bleiben ja auch bestehen, die Schulden müssen getilgt werden. Das Geld, was jetzt, das Vollgeld, was die Schulden tilgt, verschwindet nicht, sondern es bleibt bestehen, das ist entscheidend. Und dieses Vollgeld könnte man dann benutzen, um Staatsschulden zu streichen. Oder für was auch immer, auf alle Fälle würde es... Es würde nicht mehr verschwinden, ja, nein. Ja. Und, das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber wäre jetzt da nicht rein rechtlich, wenn jetzt damals im alten System die Bank sowieso, auch wenn es halt ne, aus dem Nichts, aber trotzdem hat halt den Kredit da vergeben und jetzt im neuen System würde jemand ihn zurückzahlen? Ja, die Bank würde nichts verlieren dabei, weil im jetzigen System verschwindet das Geld ja. Ah ja, da hat sie ja auch nichts. Da hat die Bank ja auch nichts davon mehr gehabt. Ah ja. Das Geld durch die Tilgung wird quasi das Loch wieder zugeschüttet. Das ist schon ordentlicher, verrücktes, jetzige, ne? Ja. Mhm. Die Bank verliert dadurch nichts. Ja, ja. Das ist interessant. Ja. Dann wäre noch ein weiteres Thema, weil dann Leute oft fragen, naja, wie ist denn das dann gedeckt oder so? Und das hat sich auch einiges verändert, das ganz früher war es noch alles anders. Und du hast es eigentlich schon erwähnt, dass es darum geht, einerseits die Leute müssen mal sich einig sein und dran glauben, sozusagen miteinander das definieren, das, ja, also was Geld ist. Und zweitens dann das Vollgeld auch durch Leistungen und das Güterangebot der Volkswirtschaft. Ja, so ist es, das ist ja nichts Neues, ist ja jetzt genauso gedeckt schon. Ne? Wird. Also das ist die Übereinkunft der Menschen, dass eben für Euro geben wir unsere Arbeit, produzieren wir Sachen und bekommen dafür auch Sachen. Ja. Das ist genauso dann eben mit dem Vollgeld, ne? Also mit dem Geld, was als Vollgeld auf dem Konten liegt. Das ändert sich eigentlich nichts. Nur dass es einfach jetzt schon so ist, dass die Leute teilweise noch denken, na, da gibt es aber doch noch ein paar Goldreserven oder dass irgendwie noch so im Hinterkopf noch diese von früher so diese Annahme haben, da ist noch irgendwo was materiell gedeckt. Aber das ist ja schon lange. Das ist schon lange nicht mehr, also dafür gibt es viel zu viel Geld. Diese Summe ist ja. Ja. Man kann diese Umstellung von dem bankgeschöpften Giralgeld zu Vollgeld kann man auch vergleichen mit dem Übergang von, also zu der Zeit, wie überhaupt Scheine als Geld aufkamen. Das war ja so, dass die Menschen ihre Münzen oder ihr Gold bei ganz zu Anfang Goldschmieden, später eben bei den Banken gelagert haben. Und eben zuerst war es so, dass sie das einfach ausgetauscht haben. Also wenn ich bei dir was kaufte, musste ich dir das geben und eben auch eben größere Summen. Und dann haben sie eben gemerkt, es ist viel praktischer, wenn ich nicht das Geld austausche, nicht die Münzen als materielles Teil, sondern wenn der Goldschmied oder die Bank mir eine Quittung gibt, dass sie mein Geld, meine Münze in ihrem Tresor hat, sie gibt mir die Quittung und ich gebe einfach die Quittung weiter. Ja. Und auf der Quittung wird der neue Besitzer eingetragen. Ja. Und
das war eben eine Zeit lang so, dass jede Bank ihr eigenes Geld, also erst einfach nur eine Quittung und später eben also auch in Form von einem Geldschein ausgegeben hat. Und sozusagen auch privat gewissermaßen. Ja, auch privat. Mhm. Und dann war es halt schwierig, das auch dann wieder zu verrechnen und so. Mhm. Und irgendwann hat der Staat gesagt, nein, das müssen wir jetzt verstaatlichen. Das ist eine Aufgabe für den Staat, weil es alle betrifft. Das muss von einer übergeordneten Stelle sein, die nicht die privaten Interessen vertritt. Und hat darum die Banknoten der einzelnen Banken, die unterschiedlichen Banknoten, abgeschafft und dafür für den Währungsraum eine Währung, also eine gleiche Banknoten geschaffen. Ne? Das war damals so ein Schritt, so vor 100 Jahren war das jetzt? Ich weiß es nicht genau, bin ich jetzt überfragt, wann es war. Jedenfalls hat der Schritt stattgefunden. Der Schritt hat stattgefunden und jetzt ist der nächste Schritt dran, nämlich dass das Geld, was nur noch in elektronischer Form hin und her fließt, dass das genauso staatliches Geld wird und genauso geschützt wird. Und wie es jetzt ein Verbrechen ist, Geld zu fälschen, ist es dann ein Verbrechen oder wird auf jeden Fall verfolgt, elektronisches Vollgeld herzustellen, zu schaffen oder zu manipulieren. Ich würde vielleicht nur bei dem Begriff staatlich, kann man es vielleicht auch, wenn man einfach mal als Allgemeiner sagt, dass man vielleicht auch sagt, gemeinnützig, dass einfach mit dem Begriff Staat ist auch schon wieder so viel verbunden. Ja, vielleicht kann man das auch ein bisschen nochmal erklären, indem wir auf den Begriff Monetative eingehen. Es gibt ja jetzt Gewaltenteilung im modernen Staat. Da ist einmal die gesetzgebende Gewalt, das Parlament, was die Gesetze schafft. Dann ist die ausführende Gewalt, das ist die Regierung und die Verwaltung. Und dann gibt es die Justiz, die als Gewalt darüber wacht, dass die Gesetze befolgt werden und dass die Menschen, die die Gesetze nicht folgen, dass die verfolgt werden, also bestraft werden oder dass da auf jeden Fall was passiert. Und die Idee ist, dass es also eine vierte staatliche oder gemeinnützliche Regelungskraft gibt, die monetative, die für alles, was mit dem Geld zusammenhängt, verantwortlich ist. Also die das Geld schafft, die es weitergibt, zum Beispiel an den Staat oder an die einzelnen Bürger, die beobachtet, wie viel Geld wird gebraucht, mehr oder weniger, die eben auch veranlassen würde, die das auch überprüfen würde, die Banken. Ne? Das wäre wirklich was Neues, eine neue... Ja und nein, weil die Zentralbank, die es jetzt gibt, die macht das ja schon, aber eben nur für die Scheine und für die Münzen. Ja. Also quasi die Zentralbank würde, der Verantwortungsbereich der Zentralbank würde ausgeweitet auf das Buchgeld, auf das Buch- und Giralgeld. Ich bin jetzt nur deswegen so ein bisschen kritisch, weil auch gerade bei dem Begriff, was läuft überhaupt in einem Staat und was ist da alles, da ist ja auch sehr, sehr viel Konstrukt, was um einiges in Frage stellen kann, wo man dann einfach, wenn man an so zukünftige Modelle denkt, sich vielleicht auch mal löst von so jetzigen Rechtsmodellen und einfach sagt, ja, es soll eine vierte Gewalt, eine vierte Regelungskraft geben, die dann eben für die Gemeinschaft in diesem Sprachraum oder wie auch immer, was dort ist, dass man vielleicht nicht so eins zu eins denkt, weil es sicher auch berechtigterweise, wenn man jetzt hört, der Staat macht das alles, da kommt ja auch viel Skepsis. Ja, Staat meint man ja auch meistens jetzt eben die ausführende Gewalt, also die Regierung. Mhm. Ne? Und die Monetative sollte, genau wie die Justiz jetzt unabhängig von der Regierung ist, so sollte die Monetative auch unabhängig sein. Genau, und das ist natürlich am schönsten, wäre, wenn dann wirklich weise Menschen da drinnen sitzen und das wirklich, und die auch wirklich vielleicht auch sogar mit dem Herzen bei allen Menschen sind, sich mit allen verbunden fühlen und dann auch wirklich für alle eben das Beste wollen und
wollen und auch machen können und die sich nicht durch einzelne Interessensgruppen genau. dann das ja. beeinflussen das lassen. Das sieht man jetzt ja schon auch bei der, wie soll ich sagen, bei den Forschungen, bei den Bestrebungen jetzt, bei den Wissenschaftlern, die sich jetzt mit der Monetative beschäftigen, dass das eine Bewegung ist, die wirklich von den Menschen kommt, von einer Breite. Also das ist jetzt nichts Gesteuertes von irgendeiner Institution, sondern das hat sich sehr, sehr lebendig auch von vielen verschiedenen Ecken gefunden. Und von dem her kann es vielleicht auch noch wirklich so sein, dass dann auch diese Institution oder wie auch immer einen menschlichen, lebendigen Charakter hätte. Ne? Weil das, dann nützt die beste Idee nichts, wenn es wieder wenn dann wieder nur Interessen, wenn es verbessert wird und Interessengemeinschaft, Interessen von bestimmten Gruppen das da bestimmend irgendwie eingreifen. Mhm. Nee, das ist klar. Ja. Aber es ist eben wichtig, dass es möglichst vielen Menschen klar wird, also wie das System jetzt funktioniert und wie man es ändern könnte, auf verhältnismäßig sanfte Weise. Mhm. Also dass Änderungen nötig sind, das sehen ja viele Menschen. Ja. Und ja, wenn Änderungen durch so einen Schritt möglich wären, relativ leicht, ohne dass demonstriert werden muss oder ohne Revolution, ohne Gewaltanwendung, das wäre ja viel schöner. Ne? Ja. Kannst du vielleicht da es gibt ja auch in der Schweiz eine Bewegung, aber kannst du vielleicht in Deutschland zu der Monetative kurz. Also von der Rechtsform her ist es ein Verein? Jetzt ist es ein Verein, der hat den Namen Monetative. Das heißt, sie hat nicht den Anspruch, dass er die Monetative der wird. Nennt sich jetzt so. Aber er nennt sich Verein Monetative e.V., um eben den Begriff populär zu machen, um zu erklären, um aufzuklären. Und ich weiß auch, dass die führenden Köpfe da, also was Professoren und Doktoren sind, also an Universitäten lehren, dass die auch zum Beispiel in Island und in der Schweiz die Menschen, die dafür sind und auch die Regierungen, die sich dafür interessieren, dass sie die beraten, dass sie also da auch beratend dann mitwirken. Also es gibt da durchaus Vernetzung jetzt schon. Es gibt da schon Vernetzung und Ländern. Ja. Also gerade Island und Schweiz wären zwei Länder, wo da oft schon viel diskutiert wird. Also ja, wo es die Schweiz... Da ist eben beantragt, dass eine Abstimmung, eine Volksabstimmung darüber gemacht wird. Mhm. Und in Island, so viel ich weiß, ist es so, dass schon also die regierenden Parteien dafür offen sind. Mhm. Ne? Das sind ja schon Riesenschritte. Das sind Riesenschritte, ja. Ja. Und ich meine, wo es im Endeffekt drum geht, ist ja einfach nur das Erblühen des Lebens. Ne? Und das Leben hat halt viele Seiten. Man kann auch im jetzigen System natürlich glücklich sein und ein schönes Leben haben, das kann kein System aufhalten, Gott sei Dank. Ja. Aber viele Menschen leiden doch darunter, dass so ein Druck da ist, Geld zu verdienen und mehr Geld zu haben und die Mieten sind höher und die Leute müssen arbeiten und müssen noch auf die Ämter, um mehr Geld zu kriegen, weil sie nicht genug verdienen. Momentan sind halt sehr viele Zwänge, also der Zwang zum schnelleren Wirtschaftswachstum und so weiter, sind ja eingebaut im System. Ja, und das wird mit einem Vollgeldsystem, wird sich das ändern. Ja, ja, ich glaube, jetzt haben wir schon mal ganz gut einen Bogen. Aha. Ist auf alle Fälle toll, dass man irgendwie mal beginnen kann, sich dafür zu interessieren, dass es auch im Internet so viele Informationen gibt. Du hast letztes Mal noch das eine Buch von Bernd Senf in die Kamera gehalten. Nein, das war nicht von Bernd Senf. Achso, das war das andere, genau. Ja. Ich weiß schon. So ein Klassiker. So. Ja, die geheime Macht der Banken. So, ja, genau. Ich würde dich gerne was fragen. Ja. Wie kannst du dein Interesse daran beschreiben? Also ich meine, das haben ja nicht alle Menschen, aber wie ist es bei dir passiert oder was erlebst du, dass es dich interessiert und dass du dich damit beschäftigst? Und das hat sich so, also eigentlich so wie bei allen Sachen im Leben, dass sie dann einfach so da sind.
Aber es hat sich so ein bisschen entwickelt über soziologische Themen, so von meinem Studium. Also es ging viel um Regionalwirtschaft, Kreisläufe in der Region, was ist Wirtschaft überhaupt, was ist überhaupt der Unterschied zwischen zum Beispiel die so Grundbegriffe, die man so alltäglich verwendet, wie Arbeit oder so, dass man dann in der heutigen Zeit einfach oft darunter nur Lohnarbeit versteht. Und wir haben uns einfach viel mit so Grundthemen beschäftigt und die ein bisschen anders beleuchtet. Und da hat es, glaube ich, so langsam begonnen, das Interesse für so ökonomische Themen einfach, ja, das ist ja auch in anderen Gesellschaften, die mehr in den matriarchal organisiert sind, oder dass es einfach komplett andere Ökonomiesysteme gibt. Und so kommt man dann irgendwann immer weiter zu anderen. Bei mir war es am Anfang dann mehr so dieses Zinsthema, wie funktioniert das ja jetzt rein rechnerisch. Und dann ist später mehr das mit der Geldschöpfung gekommen. Und es war dann einfach auch in den Medien teilweise schon, und in Österreich hat es auch einige Leute gegeben, wo das dann ein bisschen öffentlicher geworden ist. Und irgendwie war es bei mir interessanterweise so parallel zu der spirituellen, zu dem spirituellen Interesse oder so kurz vorher. Also das so gemeinsam entstanden. Und jetzt bin ich auch ganz froh, weil ich das teilweise so ein bisschen als Widerspruch oder Konflikt oder irgendwie so stark getrennt erlebt habe, da die so harten Sachthemen. Und jetzt erlebe ich das mehr so verbindend, also dass ich jetzt auch das Gefühl habe, es gibt nicht mehr so eine Trennung zwischen den Themen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die heutige Zeitqualität. Also ich habe einige Zeit lang sehr, sehr so dort ein Eck und da, also mich so für verschiedenste Sachen interessiert, und ich habe das Gefühl, jetzt kommt alles so zusammen. Also auch von den Menschen, dass es auch übers Internet einfach, dass es sich immer mehr vernetzt. Und ja, es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, es ist mein allerliebstes Thema, aber es ist einfach so begleitend halt. Und ist bei dir auch, also ich erlebe das so, dass da eben auch Mitgefühl ist, ne? Dass es irgendwie mir leid tut, ein bisschen weh tut, wenn ich sehe, dass Menschen leiden, was also eigentlich nicht nötig wäre. Also es ist nötig, weil es passiert, also weil es passiert, und es passiert eben, weil es passiert, aber wir... Also es materiell ist so, geht es uns so gut. Und so, genau, es ist so beides. Also es ist einerseits natürlich diese, mehr so dieses Advaita-Sicht, dass einfach dieses, es muss jetzt so sein, aber gleichzeitig auch, wie es dann morgen und übermorgen ist, so, das ist auch interessant, und das entsteht halt auch aus dem, wie es jetzt ist. Und dass man dann einfach schon auch so rein praktisch einfach, dass viele Konzepte so von wegen, es gibt ja immer noch so viele Leute, die denken, wir hätten ein Problem mit Überbevölkerung, oder einfach so Grundthesen. Ne? Wenn man das annimmt, und dann läuft es irgendwie, dann verrennt man sich irgendwie. Und wenn man mal diese Grundannahmen in Frage stellt und merkt, es ist für alle genug da, es geht eigentlich da um ganz andere Themen. Wie, warum ist da so eine starke Verknappung und dort nicht? Dass man dann einfach auch diese Möglichkeit für diese Fülle zumindest mal in der Theorie erkennen kann, und das ist vielleicht so der erste Schritt, um sich da zu öffnen. Also das ist, für mich ist es dann einfach so beides, also sehen, jetzt ist es so und jetzt muss es so sein, und gleichzeitig zu ahnen, es kann aber auch anders das, sein. Ja. Und der Impuls, vielleicht eine Veränderung mitzuhelfen, Veränderungen anzuschieben, der ist ja auch jetzt. Der ist auch jetzt. Der passiert ja auch jetzt, und der ist auch Teil des Ganzen, und der darf auch passieren. Das ist, glaube ich, gut, das immer wieder auch immer öfter zu sagen, weil das ist schon so ein bisschen ein... Ja. Genau, das ist genauso jetzt ist, ja. Genau. Ja. Dann würde ich mal sagen, danke und... Ja. Danke, Paula, danke allen Zuschauern, die zuschauen, und